Ich hätte dann gerne einen Banana-Check. Mal schauen, was dabei rauskommt. Doch, ist er fertig, dann testen wir jetzt. Achtung! Und. Köstlich. Ja, doch, wirklich. Sehr cool. Ja, genau. Ja. Ich bin weiterhin im Zelt der Deutschen Ordensoberen Konferenz und spreche mit Frater Magnus. Und der Frater Magnus gehört zu welchem Orden? Zu den Barmherzigen Brüdern. Aha. Sieht man das hier jetzt irgendwie am Bauchladen zum Beispiel? Gehört es zu eurem Outfit? Ja, wir befinden uns hier aktuell in St. Lamberti in Münster. Und falls ihr diese Kirche gar nicht kennt, es gibt einen sehr prominenten Text von einem Pfarrer aus St. Lamberti in Münster, der mal ein Neujahrsgebet geschrieben hat. Ich glaube, im 19. Jahrhundert war das. Und das lege ich euch natürlich wärmstens ans Herz. Und die heißt am Schluss, nimm den Frauen ihr letztes Wort und erinnere die Männer an ihr Erstes. So. Wer bist denn du und was machst du hier? Michael Götz, ja, und ich schmiere hier Herzen. Aha. Was hat es damit auf sich? Das hat damit auf sich, dass wir eine große Skulptur machen und die soll nachher vom Jugendheim der CAJ stehen. Und die Skulptur, die steht da vorne um die Ecke. Aha. Und du bist gelernter Schmied und machst das jetzt quasi hier für die Kinder, die dann... Also ich bin gelernter Metallbaumeister, bzw. Metallbauer und habe das sozusagen autodidaktisch beigebracht. Oh, toll. Und die Schwester Katharina Maria gehört zu welchem Orden? Zu den Aachener Franziskanerinnen. Aha, und das sieht man? Das ist unser Ordenszeichen hier. Okay, und wie ist es angenehmer, im kleineren Konvent oder im größeren? Beides hat so seine Vor- und Nachteile. Aha. Franziskus-Schwester von 14 Heiligen und die Deutsche Ordensoberen Konferenz ist ein Dachverband für alle in Deutschland lebenden ansässigen Ordensgemeinschaften, Männer und weiblich. Ja. Und wir kümmern uns um die Sorgen, die uns miteinander verbinden. Also heute habe ich viele Gespräche, zum Beispiel über das neue Datenschutzgesetz. Ach ja, da machen wir jetzt ein paar Videos, ja, um den Datenschutz gleich mal zu brechen. Ja. Kennt man irgendwo her, oder? Bei denen waren wir gestern direkt im Kloster zu Gast. Wem? Ja, mit Bruder Benedikt von den Barmherzigen Brüdern von Maria Hilf. Ah, wir hatten gerade schon mal einen barmherzigen Bruder. Also der Ursprung da aus Spanien. Ja. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da, steht.